schön. Jetzt sind wir wieder oben und können uns getrost diese. Ich mag einfach nicht, wenn man diese typischen deutschen Wörter benutzt, wie guten Tag, meine Leute, und guten Tag, meine Freunde des geliebten, was weiß ich, für Daseins, ja. Also so möge ich das, ja. Und oh, was sehe ich denn da? Gibt's ein Boinger Boinger? Meine schönen Musikkünste können das ja beweisen, aber ich sehe gerade nichts. Deswegen grabe ich einfach. Ach, kann ich. What the fuck? Eldenerz. Das ist doch Schnüke. Das Artefakt ist auch gleich aufgesammelt. Nee. Ist da jetzt ein Artefakt? Habe ich ja. Nee. Einfach berühren, das war's. Jetzt habe ich auch schon 4 aktivierte Artefakte oben, ne? Ganze 4. Eins war ja noch in diesem komischen, ihr wisst schon was. Im Umkreis sehe ich gar nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir dann zurück zum Himmel und im Wald von Firone würde ich jetzt nicht gehen. Weil Ranigle Sandwüste auch nicht, weil es mir viel zu groß ist. Ich finde ja, dieser Vulkan ist ja voll kompakt, ne? Und die Wüste ist ja so riesig. Da geht man da lang, geht man da lang. Wald von Firone oder Firone auch. Aber der ist mir alles viel zu fröhlich. Ja, das ist mir alles fröhlich. Herr. Das ist herrlich. Das ist natürlich. Ich würde auch sagen, dann gehen wir davor aber noch Geld ausgeben, weil ich ja Angst habe, dass ich voll werde. Dass ich irgendwie so ein 300er da erwische oder so. Digga, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Alter? Ach, der ist schon fett tot. Ach, Mann. Ja, okay, so kann man auch das Feuer löschen, ja. My City. Okay. Vielleicht von hier aus erkennt er. Der müsste ja eigentlich was erkennen. Aber hier ist wohl alles. Hier habe ich wohl alles. Ich würde sagen, 100% dran habe ich erst, wenn ich erstmal alle Herzteile aufgesammelt habe. Und dann kann man erst von 100% reden. Diese ganzen Schätze kann man ja nicht voll haben, da die in endlich kommen. Oh Gott, was ist denn hier los hier mit seinen. Oh. 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 Oh, leck mich am Arsch. Weißt du was, ich mache jetzt fertig mit meinem Heiducken. Kannst du mal jetzt zwirschen, ja? Oh, das war knapp. My City. Komm jetzt. Mach dich doch nicht so fett, Alter. Nee, wisst ihr was? Ich habe ja noch genügend Pfeile. Geh doch. So. Da ist der Sack fett und tot. Da. Oh mein Gott, was sind das? Da sind diese Typen. Ja, ihr wisst schon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Ins Wolkenmeer, da wo die vielen Fische schwimmen. Die aber keine Fische sind, sondern Riesenvögel. Weil es unter Wasser ja auch Riesenfische gibt. Und das ist dann das Gegenteil. Das Gegenteil, ne? Das ist dann das Gegenteil. Boah, ich bin ja eigentlich voll der Pro in Grammatik. Wenn man das aber. Wegen Latein und Deutsch, ne? Ja, aber. Aber so, ne? Das ist eigentlich voll die Kacke. Super schneller Bambusfäller. Oh, Wortspiel. Da sind erstmal 200, was? Würde ich erstmal sagen, vielleicht im Wolkenort ist noch einer auf. Wollte ich mir erstmal rasch schnell gehen. Ich muss mir irgendwas Teures kaufen. Ich hab zu viel Geld und ich will noch meine Truhen. Ich will, dass sie sich lohnen, ja? Die müssen sich lohnen. Wie ein Lohn. Noch was will ich an der Ritterschule? Nintendo müsste das so nicht ausgewählt machen, sondern ihr wisst schon wie. Und ihr wisst schon warum, ja. Ja.
Gut, zu diesem Alfredo würde ich jetzt nicht in dieses fliegende Supermarktgeschäft gehen, da ich... Oh, ich bin von anderer Seite. Zum ersten Mal von der anderen Seite. Uiuiui. Deko-Kerner brauche ich nicht. Pfeile auch nicht. Ein Schild auch nicht. Kescher brauche ich nicht. Warte, Moment. Ich könnte mir noch eine Flasche füllen. Die Schatzmedaille, ne? Was macht die überhaupt? Warte, ich guck mal. Ah! Hier. Schatzmedaille. Ein geheimvoller Talisman. Trägst du ihn bei dir, würdest du öfter über Schätze stolpern. Brauche ich das? Keine Ahnung. Das brauche ich auf jeden Fall. Brauche ich Deko-Kerne. Brauche ich die? Warum? Wann brauche ich schon Deko-Kerne? Mal ich die und auf die Dings, ihr wisst schon, ne? Gut, dann tue ich die mal aufs Lager. Ja. 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 Ich will das wegtun. Hierhin. Danke. Ja. Gut, dann haben wir das so wieder getan und sind jetzt Capitano fertig und können jetzt uns den wichtigen Sachen widmen. Kann man da eine Flasche vielleicht kaufen? Eine Flasche kann man nicht kaufen, ne? Genau das, was ich brauche. Gut, dann habe ich jetzt. Was habe ich jetzt wirklich? Habe ich jetzt die Schätze weggemacht? Oh, bin ich behindert? Ich wollte doch die Dekotasche wegmachen. Ja. Ja, ich will die nutzen. Ja. Mein Gott, die tut doch schon so, als ob die mir das egal ist, ne? Okay. Da tue ich mal wieder rauf. Und die Deko gerne raus. So, ich habe 5 ganze. Was? Warum 5 ganze Päckchen? Wie viel kann ich denn haben? Was Neues kann ich ja nicht. Ach, ich sollte ja vielleicht diesen Wahrsager mal finden. Gut, ich habe einen neuen Trank in Angebot, meine Liebe. Ich nenne ihn einen Lufttrank. Dieser Trank sorgt dafür, dass sich unter deine Wasserluftanzeige ein weniger langsamer leert. Das ist doch wirklich praktisch, oder? Wähle ihn aus, wenn du ihn kaufen willst. Nee, brauche ich nicht. Das ist bestimmt der blaue. Oh, das ist hier ein Rüstungstrank. Der vermindert den Schaden, den du erleidest für eine bestimmte Zeit. Sollte ich hier noch kämpfen, dann nicht finden. Na, ich kaufe mir einfach einen Herztrank, das war's. Nee. Ja, ich habe sie anders überlegt. Ja, ich kaufe mir einfach einen Herztrank. Den verfeinere ich ein bisschen. Mit dem Käfer. So. Ich glaube, dafür hätte man Skyrim, wenn man so eine Aufgabe bekommen hätte. Dann hätte man ein Achievement bekommen. Zum ersten Mal irgendwie verfeinert. Bei Nintendo ist das ja so, dass sie kein Achievement setzen, sondern nur auf das Spiel setzen, ja. Also nicht auf Achievements wie Sony und Microsoft. Ich weiß nicht, wer es sich von wem abgesehen hat. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast und ihn verfeinert und seine Wirkung verbessern, kannst du ihm den Trank, den du verfeinern haben möchtest. Ja, hier. Gut. Ich zeige dir, welchen deiner Tränke ich verfeinern kann. Natürlich nur einen, weil wir noch einen Trank haben. Und ich habe alle Käfer, die wir benötigen, habe ich. Ja, Himmelsvater. Oh, verfeinern. Sehr wohl, dann werde ich den Trank jetzt verfeinern. Ist das in Ordnung? Sicher. Dafür braucht man die Käfer. Ich dachte immer, auch früher, beim ersten Mal zocken, ich kann den nur einmal. Ich kann die Käfer für gar nichts benutzen. Gut, es füllt all meine Herzen. Ist ja nicht so... Ja gut. Warte, ich kann den weiter verfeinern. Warte, ich konnte ihn nochmal verfeinern. Moment, das will ich mal sehen. Auf was er das macht. Der macht mich da unverwundbar bestimmt, ne? Der macht mich ja bestimmt unverwundbar oder so. Ich brauche noch einen Himmelsfalter. Leck mich doch am Arsch. Ah, leck mich. Wenn das Ding jetzt alle meine Herzen, also davor schon füllt, was macht das denn danach? Das ist mir noch nicht geheuer jetzt, ne? So, ich sollte mal jetzt... Was ist mit der überhaupt? Was macht die denn? Jetzt ein wenig... Achso, die hat ja... Mit der habe ich ja schon geredet. Die hat einen geilen Arsch. Die hat einen geilen Hinterbau. Gut, dann würde ich mal sagen, im östlichen Wohnviertel wohnt im östlichen... Was? Im östlichen... Ein bisschen später. Im östlichen Wohnviertel lebt jetzt dieser Alejandro. Östlich. Das östliche... Warte. Nie ohne... Da hier. Okay, wo ist denn jetzt Esten? Esten! Da ist er ja.
Gut, dann muss ich mal gucken, wo der wohnt, der Geier. Ey, da ist die Truhe offen, ne? Nicht wahr? Ja gut. Dann würde ich mal... Ich glaube, da war ein Herzteil drin, nicht wahr? Da war ein Herzteil. Das müsste man jetzt gucken. Das müsste man jetzt scannen. Ich bin immer so ein Scanner, ne? Wenn ich was rieche, überlege ich mir erstmal, wo ich her das kenne. Zum Beispiel habe ich heute in Sport, war das jetzt, habe ich einen Freund riechen, also ein gerochen, wie er Malibu anhatte. Dann habe ich direkt gescannt, woher ich das kenne, warum ich das kenne. Bitte, ist da kein ein Herzteil. Nur noch ein weiteres. Oh, leck mich doch am Arsch. Gut, dann habe ich auch schon 15. Ja, da habe ich das gescannt. Das kenne ich auch vielleicht von... Ja, da hatte einer mal in meiner Klasse, hatte ein Deo, was genau nach meiner Toilette riecht. Also dieses Raumspray, ja? Kennt ihr ja, bestimmt. Und das... der hat nach meiner Toilette gerochen, hallo? Wer... Der riecht nach meiner Toilette. Wer sieht schon mal einen am Tag, der nach seiner Toilette riecht? Das ist doch nicht normal. Hallo, wer riecht schon nach Toiletten? Kuckuckshaus, nein. Vielleicht wohnt er schon. Nee, der wohnt er auch nicht. Kuko. Wer heißt der Hellseher überhaupt? Ist der Kuko? Das war, glaube ich, die von dem ich der Taut kaputt. Ja, das war die. Soll ich wieder sauber machen, ja? Willst du wieder? Hallo Lapscha, was soll ich sagen? Kuko ist sauer auf mich. Er meint, dass ich keine Rubine für eine Haushälterin ausgeben soll. Allerdings habe ich mir gedacht, dass du ja gar kein Haushälterin bist. Von daher dürfte es doch in Ordnung sein, wenn du mir weiter zur Hand gehst, oder? Klar, kann ich machen. Und jetzt? Mach ich aber nicht umsonst, ja? Nee. Ja doch, ich krieg ja diese 5 Juwelen, Dinger da. Dann kriege ich ein großes Geschenk von dem Dämon. Gut, dann würde ich mal sagen, suche ich mal weiter nach dem Hellseher. Trankbrauer, ne, das ist er nicht. Ist er das? Tüftler, ne, das ist dieser, der mein Dings kaputt gemacht hat, repariert hat. Händler, das ist Kulkanshaus. Das ist doch dieser Typ, der auf Droge ist. Der ist heroinabhängig, ich sag's euch. Puh. Gut. Nein. Ich will doch nichts analysieren hier. Lebt hier noch jemand? Hallo, da ist doch noch einer. Ist er das? Ich glaube, der ist das. Ja, der ist der traurige Hannibal. Oh, das ist kaputt gegangen. Es ist vorbei. Es hat keinen Sinn. Es ist alles aus. Mein Kristall ist kaputt. So kann ich nicht mehr in die Zukunft sehen. Meine sanften Augen sind betrübt und gebrochen, so wie mein wunderschöner Kristall. Ich habe einen geilen Schnurrbart. Aber wenn ich doch bloß einen neuen Kristall bekäme. Da fällt mir ein, du bist doch dieser Junge, der neulich diese Propeller aus der Welt unter den Wolken hergebracht hat. Guckt euch mal seine Augen an, die machen mir Angst. Um ehrlich zu sein, ist mein Kristall auch ein Gegenstand aus der Welt unter den Wolken. Die Ahne von diesem Doroku aus der Werkstatt haben ihm eins geborgen und Doroku hat ihn mir verkauft. Also vielleicht gibt es da unten ja noch ein Kristall, der so ist wie meiner. Willst du vielleicht für mich danach suchen, mein Junge? Ja, klar. Das ist ja wundervoll, du bist in der Rettung meiner Leute. Laut dem Roboter aus der Werkstatt gibt es solche Kristalle in einem Gebäude am Vulkangipfel. In einem Gebäude am Vulkangipfel? Gebäude. Ja, einfach mal so Gebäude. Ich kann den Kristall, den die Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aura so festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Projekt befindest, müsste ich dieses Projekt... soll ich die anderen vornehmen und die Aura-Suche... ja. Ach, das ist ja Neues. Ach, geht doch. Ich bitte dich, junger Freund, ohne Kristall kann ich nicht in die Zukunft sehen. Ohne meine Fähigkeit werde ich auch dir keine Hilfe sein können. Also, ich warte auf meinen neuen Kristall, junger Freund.